Die kommende John Wick Prequel-Serie The Continental besteht aus 3 Episoden und sollte ursprünglich über den US-Sender Stars erscheinen. Daraus wird nun jedoch nichts, denn laut Medienberichten wird nun der US-Streaming-Dienst Peacock die Serie ausstrahlen. Peacock-Präsidentin Carrie Campbell zeigt sich erfreut über diesen Deal. So gehören beispielsweise die 3 John Wick-Filme, die in den USA ebenfalls exklusiv bei Peacock verfügbar sind, zu den meistgesehenen Filmen bei dem Streaming-Dienst. Die Partnerschaft mit Lionsgate sei eine Ehre und man werde dafür sorgen, dass The Continental mit Hilfe der vollen Power von NBC Universal eines der Streaming-Highlights des kommenden Jahres wird. Die Handlung spielt im New York der 1970er Jahre und dreht sich um den jungen Kriminellen Winston Scott. Der auch aus den Filmen bekannte Winston schlägt sich durch die Unterwelt und möchte das Hotel The Continental übernehmen, das als Treffpunkt und Unterschlupf für zahlreiche Profikiller und Kriminelle dient. Neben Colin Woodall als junger Winston Scott sehen wir unter anderem Mel Gibson als Cormac, Peter Green als junger Onkel Charlie, Ayomide Edegan als Sharon und Jeremy Bob als Mayhew. Jede der 3 Episoden wird etwa 90 Minuten lang sein. Die Inszenierung von Folge 1 und 3 übernimmt The Book of Eli-Regisseur Albert Youth, während Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht-Regisseurin Charlotte Brandstrom die 2. Episode übernimmt. Die Serie soll kommendes Jahr erscheinen, wo wir am 23. März 2023 außerdem auch den 4. John Wick-Film in den Kinos sehen können.